Um die erste Forderung Olgierts zu erfüllen, müssen wir seinen Bruder erwecken, der in der Familiengruft liegt. Doch das finden die übrigen Familienmitglieder gar nicht lustig. Und damit willkommen zurück bei Witcher 3 Hearts of Stone. Wir machen heute Hauptquest und sind schon einmal in Ochsenfurt angekommen, wo wir mit Shani sprechen sollen. Denn sie kann uns eventuell helfen, ja, zu finden, was wir suchen. Oder einen Weg zu finden, Dinge zu tun, die wir tun müssen. Wir schauen erstmal. Hier ist scheinbar das Krankenhaus. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Hm? Gar nicht wie eine Gelehrte. Oh Mann, kaum ist die Frau weg, wird natürlich direkt gelabert. Wie sehen Gelehrte denn aus? Gelehrte müssen nicht hässlich sein. Das ist richtig. Gelehrte Frauen sind also grundsätzlich hässlich. Naja, sie haben ja Hirn. Da brauchen sie keine Schönheit. Stimmt's nicht, Jungs? Oh ja, Schleckschrauben, allesamt. Abstoßende Wesen. Ich würde sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber diese da ist anders, außergewöhnlich. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu, du stehst auf sie, oder nicht? Nein. Ich meine, ja, sie ist eine schöne Frau, auf jeden Fall. Aber wir sind vergeben. Aber wir sagen trotzdem, sie ist eine schöne Frau, weil das entspricht der Wahrheit. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Wie wahr? Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redania sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kedwenern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wäre es genauso. Geralt, du kennst mich doch. Ja, das stimmt. Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Und nun? Raluit ist tot. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Chaos geht weiter. Man braucht mich weiterhin. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne immerhin zu Hause und behandle meiner Berufung gemäß die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redania mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Lange Geschichte, vertane Zeit. Nein, wir erzählen ihr natürlich alles. Wo fange ich an? Genau, das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Und diese Riesenkröte war in Wahrheit ein Prinz. Aus Ophir übrigens. Ah, und ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit.
Als ich die Kröte erschlagen hatte, erschienen Soldaten und ein Magier aus Ophir und nahmen mich gefangen. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befreit. Wer ist das? Er handelt mit Spiegeln, jemand mit Macht, ich weiß es nicht genau. Eigentlich weiß ich das nicht genau. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Ich glaub uns auch nicht. Jammer nicht. Nein. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Hier sind sie. Von Eberborst, von Estegen, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Der liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Schon abenteuerlustig, unsere gute Shani. Aber gut, dann, ich würde sagen, los. Schnell raus aus dem Krankenzimmer, bevor wir uns hier noch was einfangen. Igitt! Stirb leise, bitte. So. Wo war der Schnellreisepunkt? Nochmal. Hier, da ist er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Schnellreise hin zu der Familienkrypta da hinten. Ach du Heilige, das ist ja riesig. Ach ja, ist auch das alte Anwesen, ne? Schick. Na, guck mal, da können wir ja von unserem schönen Dorf aus der letzten Folge hin gehen, reiten, laufen. Okay, komm, wir laufen. Sehr schön. Und ich mag diesen Wald. Der wirkt irgendwie wirklich hübsch. Idyllisch, ruhig. Friedlich, jetzt wo keine Kannibalen mehr hier leben. Einfach schön. Und da sehe ich Türme. Ist das das Anwesen? Falls ja, ich glaube, ich sage schon mal, ich nehme das. Oder? Ach, und sogar mit dem Fluss. Also mit so einem kleinen Bächlein. Wie schön. Hä? Ich mag das. Ja, doch. Okay, ohne den Nebel zumindest. Und da wartet Shani schon. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Aha. Du hast nicht erwähnt, dass du heiratest. Wer heiratet denn? Sieht sehr hübsch aus. Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Ja,
Aber gerne, ich kann nicht. Komm, wir gehen als Freunde. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Okay, wir haben ein Rauchfass. Sehr schön. Gehen ja, wir gehen los. Träumchen, ich mag dieses Spiel. Der Wälzer hatte recht, sie ist beeindruckend. Du siehst sie doch noch gar dass nicht. Sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Boah. Aber Tatsache, sieht wirklich nicht schlecht aus. Für eine Krypta? Das ist mir zu unheimlich. Oh. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Okay. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Natürlich. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, aber ist wirklich ganz hübsch gemacht. Sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Heilige Scheiße, er hat recht. Okay, wir gucken uns erstmal um, ja? Vielleicht können wir hier ja noch was looten. Sind ja alle tot. Und den Eugier, den stört's eh nicht, das wissen wir. Oh! Hat sich schon gelohnt. Überall ist hier Kohle. Überall Geld. Was für abgeschlossen. Okay. Gut, dann, bevor wir weitergehen, wir haben ja Waffe und so gefunden und ich sehe schon, das ist eine gute Idee, dass wir da nochmal gucken. Das wollen wir nicht. Perfekt. Okay, dann, was haben wir hier? Angriffskraft. Angriffskraft finde ich super. Und was haben wir an Rüstungen? Schlechter, schlechter, deutlich schlechter, gleich, gleich. Okay. Gut. Würde ich behaupten. Dann schauen wir nochmal kurz an der Alchemie vorbei, ob wir noch irgendwas machen können. Und ich sehe, wir können. So. Was können wir hier noch machen? Oh, ein rotes Mutagen. Das finde ich gut. Eventuell auch ein... Oh, vielleicht sogar ein großes rotes Mutagen. Nee, schade. Okay, aber wir können auch noch Tränke machen. Petris Filter. Und verbesserter weißer Honig. Das ist doch schön. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was hergestellt. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr toll. Und dann gehen wir jetzt hier runter in das seltsam grün wirkende Mausoleum. Erscheinung. Oh, hey, toll. Aber gut, damit war zu rechnen. Also zumindest damit, dass irgendwas passiert und irgendwer kommt. Sagen Sie mal. Aus. So, waren das jetzt alle? Das fände ich persönlich sehr schön. Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Aber wirklich. Ich sollte mich umsehen. Okay, wir looten erstmal, was das Zeug hält. Und zwar alles. Und dann gehen wir hier mal nach hinten. Geld. Ein Sarg. Eulalia von Everick. Gestorben 1250. Eulalia. Es ist ein interessanter Name. Kestatis? Den suche ich nicht. Nee, ist auch besser so, glaube ich. Okay. Und hier? Liegt hier dann Wladimir? Alter Grabstein. Inschrift fast völlig verwittert. Oder auch nicht. Okay. Dann, oh, warte mal. Da hinten kommen wir noch durch. Wir schauen uns natürlich erstmal um. Oh. Kryptaschlüssel. Sieh mal einer an. Schön.
Aber finden wir hier noch was? Okay, außer Uren, das ist toll. Und hier so Gedöns und Gedöns und Gedöns und... Wo geht es hier hin? Was das denn? Da hängen Lichter. Und jede Menge Spinnenweben. Ich weiß nicht, ob mir das so zusagt. Also doch, ich weiß, dass es das nicht tut. Überhaupt nicht. Ih! Geh weg! Arachnomorph. Widerliche Viecher. Widerlich, widerlich, widerlich. Ih, da sind noch mehr. Hört jetzt auf damit, ihr seid ekelhaft. Haarig und vielbeinig und bäh. Geht weg. Mein Leben wird enden und ich werde mich niemals mit Spinnen angefreundet haben. Punkt. Und ich werde es nicht bereuen. So. Ich hoffe, das waren die letzten Spinnen. Ich frage mich, wo wir jetzt hier rauskommen. Hier hin? Ach, da, wo es abgeschlossen war. Natürlich kommen wir hier raus. Ist doch gut, dann haben wir das schon mal, okay. Da war jetzt sehr viel Gedöns drauf auf diesem Sarg. Schön. Und wie wir hier erstmal alles ausräubern. Geralt hat einfach keinen Anstand. Aber wer soll kommen und, wen soll es stören? Sind wir mal ehrlich. Ist ja keiner mehr da aus der Familie, außer der Olgiert. Honoratina, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. Okay. Und hier? Alexi, 19, geliebter Sohn und Bruder. No. Da haben die wohl sehr früh noch einen Sohn verloren. Das ist nicht schön. Und hier, oh, ein Schwert. Ich nehme das Schwert mit. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Doch! Doch, tu es bitte! Wisst ihr, alles nimmt er mit, der gute Mann. Aber das Schwert nicht. Wladimir von Eberl, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Den Rauch, okay, ist schon ausgerüstet. Toll. Dann haben wir hier drin Rauch. Leben Achso. Und Tod und Chaos hinein. Erhebe dich, der du lang schon verschieden. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Yay! Erhebe dich. Ach so, da unten müssen wir auch noch hin. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anziehen. Ja, warte, wir sind gerade beschäftigt, Geralt. Wir haben noch was zum Looten gefunden. Okay. Wir machen das mal weg und dann rennen wir hier hoch und das ist eine sehr schöne Kerze. Anzünden. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Leben und Tod und Chaos hinieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everick zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everett erwecken kann. Wahrhaftig, es lebt nur noch einer aus unserer Linie.
Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestates. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlad bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Das finde ich jetzt gar nicht mal so nett. Meine Helden sind Geister, die sind ja im Endeffekt schon tot. Also kann es denen auch egal sein, ob sie jetzt nochmal sterben. Mir ist aber nicht egal, wenn ich sterbe. So, tschüss. Also, ich glaube, es hackt. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everex, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Du hast gesagt, du amüsierst dich gern. Zufällig bin ich deswegen hier. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Na, ganz einfach. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Aber wir fragen erstmal das andere. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Das klingt sehr schmerzhaft, zumindest für kurze Zeit. Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Mhm, das schönste Mädchen weltweit? Hör mal. Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt.
Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte dir jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Hör auf zu Maul, gehen wir. Wenn er sich nicht amüsiert, erfüllen wir unsere Aufgabe nicht. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Und wer sagt, dass Geralt sich gewaschen hat? Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gebadet haben. Geralt, wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Es ist seine Schuld. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine, die von Olgierds Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. So eine perverse Drecksau ist das. Also, der Wladimir. Lass sie da raus. Legen wir ein paar Regeln fest. Ja, Regeln sind gut. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu. Ich soll Wladimir von Everreck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal. Willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig.
Also dann, Zuckerschnee. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Ich glaube aber auch. Geralt ist ein Langweiler, lenkt mich ab, Süße. Um ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp ist ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha, wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Evereck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen, also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Evereck, berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Nein. Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh. Die Heuböden warten. Oh Gott, was sagen wir denn da? Wir waren immer nur Freunde, Shani hat mir mal viel bedeutet. Ich weiß es nicht. Wir sind nur Freunde, schon immer. Keine Liebesgeständnisse? Keine Schwüre? Kein Flehen? Zwischen uns war nie etwas. Du hast sie also niemals gepackt, diese Prallen. Wunderbaren, atemberaubenden. Bist du schwach im Geiste oder in den Lenden? Wie bitte? Ach, vom anderen Ufer. Schön, was dir nicht schmeckt, das lass liegen. Umso besser für mich. Ich werde mich angemessen um sie kümmern. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Auf zur Hochzeit. Dann los. Ich bin direkt hinter dir. Oh Gott, das kann ja was werden. Holy moly. Okay. Auf zur Hochzeit. Komm. Warte mal. Erstmal meditieren. Bis zum nächsten Tag, damit es wieder schön hell ist draußen. Finger weg von ihr. Ich soll eine schöne Zeit haben. Was kann ich dafür, dass ich es mit drallen Frauen im Heu am schönsten finde? Ja, das weiß ich aber auch nicht. Wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Diese Zeichen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Warum sieht Geralt aus, als hätte er ein Schwert in der Hand? Warte mal. Schwert in der Hand, Schwert weg. Jetzt sieht Geralts Hand wieder normal aus. Gut. Und dann eilen wir einmal in Richtung Hochzeit. Da hätten sie ja schon ein etwas schöneres Wetter aussuchen können, aber vielleicht klart es ja noch auf.
Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Ja, das klingt nach einem ganz famosen Leben, das die Jungs hatten. Ein ganz famoses kriminelles Leben. Toll. Wer freut sich da nicht? Ganz schön viele Monsternester hier. Aber wir haben Besseres zu tun. Wir wollen feiern. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Ach ja, die beiden. Sie werden beste Freunde. Sieh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Aha. Ach komm, was soll's? Wir machen mit. Tja, warum nicht? Ah, das gefällt mir. Er soll den Abend seines Lebens haben. Oh, das ist genau das Richtige. Wunderschön. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Nein, nicht der schöne Bart. Und eine ganz andere Frisur. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals. Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Du wirst noch mehr Spaß haben, wenn du mich kennenlernst. Siehst du, Geralt kann mir nicht das Wasser reichen. Willkommen. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denke drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Ach, es ist so schön. Es ist einfach... Ich finde die Quest super. Die ist toll. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mehr anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut.
Hier entlang, meine Erdbeere. Oh, meine Erdbeere. Oh Mann, na das kann ja was werden.